Liebe sonnige Grüße hier aus Japan. Ich befinde mich gerade auf dem Campus meiner alten Uni im Auftrag meiner Freundin. Du, mein Fahrrad steht hier seit einem halben Jahr rum. Kannst du es bitte abholen? Aber wo? Dort? 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 Ich weiß nicht, wie es aussieht. Bloß, dass da eine Nummer drauf steht und welche Farbe es ungefähr hat. Das heißt, ich werde mich dann auf die Suche begeben. Und ich habe mir gedacht, da ich mich gerade auf dem Campus befinde, erzähle ich euch meine Geschichte, ja, wie mein Studentenleben hier in Japan war. Und ich zeige euch ein bisschen den Campus. Da ich mich aber nicht so viel bewegen kann, ich hatte vor eineinhalb Wochen Bandscheibenvorfall, obwohl der Arzt gesagt hat, na, sie müssen sich schon bewegen, versuchen sich zu bewegen, aber ich bewege mich wahrscheinlich zu viel und mein Bein schmerzt, weil es mir quasi den Beinnerv mit eingeklemmt hat und wow, das zieht wie Hecke im Arsch, also quasi in der Arschbacke. Deswegen muss ich das im Sitzen machen. Ich erzähle euch meine Geschichte im Sitzen und danach bewege ich mich mal wieder durch den Campus und suche das Bike. Ich hoffe, ich finde es. Vielleicht ist es auch weg. Nicht geklaut, sondern die Hausmeister sortieren das manchmal aus. Es ist zwar warm, aber der Wind, der Wind. Ja, wie war mein Leben hier in Japan? Mein Leben hier in Japan war genial. War richtig super. Nicht unbedingt, weil ich Student war. Na gut, zum Teil auch. Aber im Wesentlichen, weil ich sehr viel Freizeit hatte. Und ich in Japan war. Selbstverständlich. Ja, zuerst zu der Uni. Die Uni an sich war klasse. Hier in Nagoya. Die Nagoya Shiritsu Daigaku. Sie hat sehr viel für Austauschstudenten gemacht. Sie haben generell sehr viel veranstaltet. Es gab Campusfeste, es gab andere Veranstaltungen, Bohnenweitspucken, Sushi machen, Blumen stecken, es gab Teezeremonie, es gab noch Treffen mit Japanern im Krankenhaus, man hat zusammen mit Kindern die Wände bemalt und. Ganz, ganz viele Veranstaltungen, die man besuchen konnte. Ja, ganz, ganz viele. Und ja, das war echt toll. Und das Leben im Wohnheim war auch super, muss ich sagen. Das war klasse, weil ja, es waren nicht nur ausländische Studenten, überwiegend aus China und Korea, sondern es gab auch sehr viele Japaner, die quasi in einer anderen Stadt gelebt haben und nach Nagoya gezogen sind ins Wohnheim, um hier zu studieren. Man hat sich getroffen, man hat irgendwas unternommen, das war einfach nur klasse. Ja, also generell hatte ich sehr viel Freizeit durch das Studium hier in Japan und ja, ich musste auch nicht sehr viel machen, weil ich quasi am Ende meines Studiums stand. Ich hatte schon alle Leistungspunkte. Man könnte sagen, ich habe es quasi aus Gaudi gemacht, ja, so aus Laune heraus. Ich habe einfach ein paar Punkte mitgenommen, musste aber nicht. Eigentlich, doch, ich musste sie mitnehmen wegen Stipendium, aber ich hätte sie eigentlich gar nicht mitnehmen müssen. Weil mein Sensei so nett war, ja, so nett. Er hat mir die Punkte quasi geschenkt. Ich war zwei, dreimal nur da und habe zwar die wichtigsten Sachen gemacht, wie einen Vortrag halten und so weiter und so fort, auf Japanisch, das war der Horror. Englisch-Japanisch gemixt, ja, Präsentation war auf Japanisch, da musste ich mir ein bisschen helfen lassen. Ja, und dadurch, dass ich das gemacht habe und ein paar Mal da war, hat er mir quasi die Credits geschenkt. Es gab einen großen negativen Punkt und zwar, ich konnte ja kein Japanisch, als ich nach Japan kam. Und bevor ich nach Japan kam, habe ich mich erkundigt, gibt es denn hier Sprachunterricht für Anfänger? Ja, gibt es. Okay. Gehst du nach Japan, lernst du professionell Japanisch. Bin nach Japan. Ja, die ersten zwei Wochen, eineinhalb Wochen gab es so einen Einführungsunterricht Japanisch, alle Studenten zusammen. Sensei hat dann quasi beurteilen können, auf welchem Niveau wir sind. Ich war auf keinem Niveau, sagen wir mal so. Und ja, am Ende hieß es, gut, jetzt müsst ihr euch quasi entscheiden, Mittelstufe oder fortgeschritten, von N3 auf N2 oder von N3, N2 auf N1. Und ich so, was, wie, habe ich das jetzt richtig verstanden? Es gibt keine Anfängerkurse. Boing, das war wow, Schlag ins Gesicht, aber so richtig mit Schmackes, so richtig mit Anlauf und wow, das hat gesessen. Ich war richtig frustriert, wie kein Anfängerunterricht, habe ich mir gedacht. Ja, also musste ich mich quasi im Mittelkurs einschreiben und in diesem Mittelkurs, ja, was habe ich denn da gelernt? Ja, nicht so viel. Ich war einfach deprimiert, weil es war auf so einem hohen Niveau und wenn du kein Wort Japanisch kannst, nicht mal Hiragana, Katakana irgendwie richtig sprechen kannst, ja, was machst du da?
habe ich mich gefragt. Jetzt könnten sich vielleicht einige denken, ja gut, wenn du Mittelkurs besuchst, dann musst du doch schneller Japanisch lernen. Nein, nein, eben nicht, weil wenn du wirklich gar nichts verstehst und das schon auf so einem hohen Niveau ist, ja, dir fehlen die Grundlagen. Ja, auf was willst du denn aufbauen? Du kannst doch nicht einfach mittelstufige Grammatik lernen, wenn du nicht mal ja, die Basis beherrschst. Also das war wirklich, wie gesagt, so ein Schlag ins Gesicht. Ich habe mich damit abgelenkt, ja, dass ich halt sehr viel mit Japanern zu tun hatte und auch Japanisch hören konnte. Und ja gut, was habe ich gemacht? Ich habe mir halt Bücher gekauft, Mino no Nihongo 1 und 2, und habe versucht, das in der Zeit abzuarbeiten. Nebenbei habe ich die Anfängerkurse besucht, mittelstufige Kurse. Einmal die Woche 90 Minuten, ja, hat mir nicht sehr viel gebracht. Diskussionsunterricht, da konnte ich nicht hin, weil da habe ich wirklich nichts verstanden und das war wirklich für Fortgeschrittene. Also habe ich quasi die mittelstufigen Kurse besucht. Aber ja, wenn ich jetzt daran denke, dann kann ich, ja, ich weiß nicht, die Frustration lähmt meine Sprache. Ja, also. Nein, was ich damit sagen will, ich habe halt sehr viel alleine lernen müssen und einmal die Woche gab es quasi den Unterricht für mich in der Mittelstufe und 90 Minuten. Das Semester geht quasi 4 Monate, von den 4 Monaten, also quasi 4 Wochen, 4 Monate, sind ungefähr 16 Einheiten. Einige sind ausgefallen, weil Feiertage, andere sind ausgefallen, weil ich krank war. Ja, das heißt, ich habe nur ungefähr an 8 Unterrichtseinheiten teilgenommen. Auch mein Sprachsensei war super, super nett. Sie hat versucht, quasi irgendwie an Anfängermaterial zu kommen, hat mir die Sachen ausgedruckt und ich musste das quasi als Hausaufgabe bearbeiten. Das hat mir ein bisschen geholfen. Ja, ein bisschen geholfen natürlich. Und ja. Natürlich musste ich zum Architektenunterricht. Ich mag das nicht, aber ich habe mich, ja, wie gesagt, da eingeschrieben und habe meinen Sensei da kennengelernt. Und Sensei war super nett. Der war für mich zuständig quasi und er konnte auch nicht so gut Englisch. Und ja, man hat sich mit Händen, Füßen Englisch, Japanisch verständigen müssen. Irgendwie. Ja. Aber an sich, ja, wenn man den Unterricht beiseite lässt und das Studentenleben irgendwie ausklammert, ja, war das einfach nur klasse hier in Japan. Weil man so viel Freizeit hatte, weil man so viele Leute kennengelernt hat, weil es so unbeschwert war, weil es so, man konnte das Leben richtig genießen, man hatte keine Sorgen, bis auf die sprachlichen Barrieren. Aber wie gesagt, wenn man das alles ausklammert, war das einfach super. Wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie nach Japan zu kommen als Work and Traveler, dann macht es. Ja. Arbeitet Teilzeit nebenbei. Lernt Japanisch nebenbei. Reist nebenbei. Genießt das Leben nebenbei. Wow, das war einfach klasse. Ich bin am Campus und meine Hände sind echt, wow, eisig. Ja, wie gesagt, da hier gibt es so einen kleinen Bolzplatz. Tennisplatz, also 2 Tennisplätze, einmal begrünt und einmal Sand. Ja, hier sind 2 Bauten für, ich glaube, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften. Das ist quasi für, das eine ist auch für Geisteswissenschaften, das andere ist für Naturwissenschaften da hinten. Dieses Gebäude, in diesem Gebäude ist die Mensa, Students Hall. Ja. Hier ist eine Mensa, nicht so eine große, aber die Uni hat 4 große Campusse und das ist ja nur einer davon. Das heißt, Architekturcampus, wo ich hin musste, da musste ich fast 40 Minuten, also quasi U-Bahn fahren und Bus fahren, dann noch ein Stück gelaufen. Aber zu dem Campus bin ich ziemlich schnell gekommen, in 10 Minuten war ich da vom Studentenwohnheim und die meisten, die kommen halt von irgendwie Intercultural Studies, das heißt, wir haben nicht so weit vom Wohnheim. Ja, wie gesagt, hier ist die Uni, Mensa. Ja,
Da hinten ist die Sporthalle. Ja, da gibt es. Ja. Da hinten das große graue Gebäude. Also quasi da ist so ein glasiges, weißes, niedriges Gebäude. Und da ist noch quasi so ein anderes Gebäude. Da ist quasi Unterricht und auch eine Sporthalle. Ja. Hier in Students Hall in der zweiten Etage gibt es einen Studentenraum und Auslandsamt. Ja, da ging es immer rein. Na gut, ganz viele Automaten. Ja. Na gut, hier ging es immer rein. So, jetzt muss ich nebenbei Fahrräder abchecken. Ich weiß, da hinten hat es nicht abgestellt, sondern das war irgendwo hier. Check, check, check. Der Wind bläst alles um. Ach ja, hier sind auch so Studentenhäuser, also Häuschen, die zwei. Und hier noch da hinten. Da treffen sich die Studenten wegen Clubs. Ja. Zum Beispiel Musikunterricht findet da statt. Ihr seht auch irgendwie Gitarre und Ukulele oder irgendwas da aufgeklebt an Fenstern. Ja. Hier ist ein kleiner. Achso, hier ist die Mensa. Da ist ein kleines. Wo war das? Was? Shop, also quasi irgendwo war ein Shop. Ach, da hinten ein Shop. Da könnt ihr nebenbei ein Onigiri kaufen oder irgendwas, wenn die Mensa zu hat. Ja. Also Campus ist groß, das wirkt bloß klein, weil ich jetzt nur ein Stücke mitnehme. Mir ist so kalt und wie gesagt, ich kann nicht so viel laufen, aber ihr seht ja, die Gebäude sind wirklich lang und es geht weit nach hinten und da ist noch ein Gebäude und ja. Also doch schon ziemlich groß, also auf jeden Fall größer als die bei uns in Leipzig. Ja, hier ist ein Parkplatz.